Morgen, Sascha wieder hier. Freut mich, dass ihr wieder mit rauskommt. Heute ist wieder ein herrlicher Tag. Ich bin bei uns hier im Laubwald unterwegs. Und ja, drehe heute die 4. Folge über den Materialtest mit der Brombeerschnur diesmal. Ja, zum Materialtest. Ich habe wieder meinen Versuchsaufbau vorbereitet und habe die Brombeerschnur wieder zwischen den beiden Karabinern hier eingehangen. Ich habe die Zugwaage diesmal direkt dahinter eingehangen, da ich denke, dass die Brombeerschnur ja keine 10 Kilo aushält, weil die beim Feuerbohren das letzte Mal hier ziemlich verschlissen ist. Die einzelnen Fasern sind gebrochen. Und ja, daher denke ich also maximal 10 Kilo, das ist meine Schätzung. Ja, probieren wir es einfach. Waage steht auf 0. Passt. Dehnt sich extrem. Oh, aber die hält, das gibt's ja gar nicht. Jetzt. Wow. Also ich schaue kurz im Video nach, was das letzte Ergebnis war und dann mach mal kleines Feedback. Ich habe im Video gesehen, dass die Brombeerschnur ziemlich genau 18 Kilo gehalten hat. Also ich lag wieder komplett daneben mit meiner Schätzung mit 10 Kilo. Das hätte ich nicht erwartet. Ja, die Schnur ist hier direkt ja, in der Mitte auseinandergerissen. Das war wahrscheinlich die schwächste Stelle vom Feuerbohren noch. Aber immerhin 18 Kilo. Finde ich sehr beachtlich, also damit muss ich die Brombeerschnur vor den anderen auf keinen Fall verstecken und kann also auch gleichwertig eingesetzt werden. Ja. Das war es auch schon wieder. Brombeerschnur funktioniert also auch. Macht's gut, viel Spaß draußen, euer Sascha.